VOD, dat zit voor video on demand. Het is video à la demande. Dat is een locatie van de filmen die je kunt bereiken op de Post.tv en belonen, de moment waar je wilt kijken. In onze catalog hebben we meer dan 20.000 filmen van alle genres. Dat is voor iedereen wirklich etwas voor te kijken. Er zijn prijzen van 2,99 bis 5,96. Dat is de normale prijs. Er zijn ook natuurlijk filmen dran, want die niet in het kino waren, während van Covid. Da können die bis zu 20 Euro kosten, eine Lokation dann auf 5 Jahre. Den SVOD, das ist den Subscription VOD, das ist dann empfangen, ein Abonnement bezahlt für VOD zu gucken, das ist dann ein Limité. Da haben wir noch verschiedene Neuerungen noch, wir haben heute den Suna. Der Suna, das ist ein letztes Fournisseur, den ein Portal aufgebaut hat, wo wirklich alle möglichen Kontenu findet. So bis 3500 Filme dran, auch viel letztes Jahr. Dann haben wir den Stingray Kello. Den ist für Musikfans, das sind Konzerte, das sind Dokumentäre über die Musiker. Und last but not least, hat den Stingray Karaoke. Das ist für, wenn ich will, Karaoke machen will, da kann ich stehen wollen. Für Leute, die WordPassen zu aktivieren, da muss ich an MyTV gehen und da kann ich sie abonnieren. Das geht über einen einzelnen Klick. Also, bald wie ihn das bestellt wird, bezahlt ihn das über seine normale Postrechnung. Bei der Telefon der Post gibt es doch Appen, so wie das vom Smartphone kennt. Du hast eine ganz rich Appen, die wir heute auf der Post.tv haben. Der Vorteil von so einer App, zum Beispiel bei Tate & Co., ist, dass ihr allmählich könnt neue Kontenu, den aus dem Kanal nehmen, wo ihr den gucken könnt. Und den alle Kontenu oder die Kontenu von früheren Episoden, die findet ihr dann hier in der App rum. Da kann ihr hier anfangen mit dem Kulturkanal, Let's Music, Rockal, den RTL Sport Live Arena. Da kann ich dann hier sein Match für seinem Lieblingsverein gucken. Post.tv ist ein ganz großes Package. Wir haben einen Teil vom Kontenu gesehen. Da könnt ihr noch den Replay von 7 Days dabei. Ihr könnt Post.tv Go App dabei, wo ihr könnt auf Smartphone, Tele gucken. Ich sage aus Post.tv als mehr wie nur ein Tele. Wenn ihr es noch nicht tut, dann zeigt nicht und geht bestellt, sie, los sich zu installieren oder meldet sogar selber als Do-It-Yourself.